21 Teilnehmer, davon 17 Männer und 4 Frauen zwischen 20 und 60 Jahren, die unterschiedlicher nicht sein könnten, haben ein Ziel. Schwimmtrainerin und Schwimmtrainer für Schulkinder zu werden. Jahrelang habe ich das gehofft, dass ich den irgendwann mal haben möchte. Schon mit 14 oder mit 12 Jahren habe ich das gehofft und mit 43 habe ich es jetzt endlich auch mal geschafft. Endlich strömen die Kinder und Jugendlichen nach Ende des Corona-Lockdowns wieder in die Schwimmhallen und Vereine. Doch das größte Problem? Die Trainer fehlen. Nicht nur in den Berliner Schwimmvereinen, sondern auch in den Schulschwimmzentren. Schließlich stand mit Beginn der Corona-Pandemie dort der Unterricht still. Daraus ergeben sich vor allem die Folgen: Badeunfälle, Trainermangel und sogar Tote. Und genau aus diesem Grund hat der Berliner Schwimmverband gemeinsam mit Sportbund Vereine Leben Vielfalt und dem Landessportbund das Pilotprojekt Ausbildung zur Schwimmtrainerin und Schwimmtrainer für Schulkinder ins Leben gerufen, um gegen genau diese Auswirkungen vorzugehen. Unterstützung gibt es auch von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie. Es ist eine lebenswichtige Eigenschaft, schwimmen zu können. Und hier an diesem Beispiel kann man natürlich auch sehen, wie unterschiedliche Interessen zusammenkommen. Ne? Gelungene Integration zusammen mit Qualitätssteigerung, Schwimmen, eine Zusammenarbeit, auch übergreifend von Verwaltung mit Non-Profit-Organisationen. Es wird somit nicht nur ermöglicht, dass die Sportbegeisterten als Schwimmtrainerinnen und Schwimmtrainer ausgebildet werden, sondern den Kindern auch dabei helfen, die Unsicherheiten im Wasser zu überwinden. Und ich möchte gerne meinen Beitrag dazu leisten, dass man einfach auch Kindern Schwimmen beibringen kann, dass sie Freude am Schwimmen haben, dass sie merken, Wasser ist ein schönes Element. Das Interesse an dieser Ausbildung ist so groß, dass knapp 50 Menschen mit und ohne Fluchterfahrung die Gelegenheit nutzen, sich im Rahmen der Informationsveranstaltung Ende Februar und Anfang März ausführlich zur SchwimmtrainerInnen-Ausbildung beraten zu lassen. Die Personen sind da, es gab eine überwältigende Flut von Bewerbungen. Und deswegen ist es umso wichtiger, die Menschen, die wir jetzt vertrösten mussten, auch noch zu helfen und die Möglichkeit zu geben, diese Ausbildung auch zu machen. Etwa einen Monat später, am 5. April, ist es dann soweit. Die erste Praxis- und Theoriestunde in der Schwimm- und Sprunghalle am Europasportpark steht an. Doch bevor es für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ins Becken geht, werden sie von Sabrina Hampe, Projektleiterin Sportbund Vereine Leben Vielfalt, Manuel Kopitz, dem Geschäftsführer des Berliner Schwimmverbandes, und Tilman Wormuth, dem Sportreferent des Landes Berlin, herzlich begrüßt. Neben vielfältigen und herausfordernden Aufgaben haben die Kooperationspartner jede Menge zu bieten. Unter anderem besteht für die meisten Auszubildenden die Möglichkeit, eine Anstellung in den Schulschwimmzentren oder Berliner Schwimmvereinen zu bekommen. Und damit haben die Sportbegeisterten definitiv eine gute Wahl getroffen. Das Projekt ist ein Highlight oder ein Best-Practice-Beispiel, könnte man wohl besser sagen, für die Integration im Sport. Und von daher ist es für uns unglaublich wichtig. Für den richtigen Einstieg in das Berufsleben geht es für insgesamt 21 der 50 Interessenten jeden Dienstag und Donnerstag von 11.30 Uhr bis 15 Uhr erst einmal in die Einführungswochen. Hier stehen neben dem gegenseitigen Kennenlernen sowie den Praxis- und Theoriestunden auch Hospitationen in anderen Berliner Schwimmhallen und das Rettungsschwimmen im Mittelpunkt. Aspekte der Sicherheit spielen eine riesengroße Rolle. Neben der Ausbildung der koordinativen Fähigkeiten und der Grundfertigkeiten war das ganz, ganz wichtig. Nachdem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Alltagskleidung gegen Badehose und Badeanzug eingetauscht haben, kann die erste Praxisstunde beginnen. Mit Jens-Ulrich Scholz und Nadine Ostmann stehen Ihnen zwei sehr erfahrene Experten zur Seite.